Freien Wählern. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein riesiges Naturereignis mit Toten. Was sagt der Landtag dazu? Welche Konsequenzen ziehen wir? Ich glaube, diese Aktuelle Stunde ist sehr gut gewählt. Zunächst mal sprechen wir den Toten und ihren Angehörigen unser tiefes Mitleid, unser tiefes Bedauern aus und hoffen, dass weiterer Schaden von diesen Regionen durch jetzt gezieltes politisches Handeln abgewehrt werden kann. Ich danke auch allen Helfern, die dort tätig waren und greife hier sofort das Thema Helfergleichstellung auf. Es wird sicher wieder Empfänge für all diejenigen geben, die dort geholfen haben. Bitte, liebe Staatsregierung, bringen Sie heuer das Thema Helfergleichstellung noch über die Bühne. Bringen Sie dieses Thema endlich zum Abschluss. Denn hier zu sagen, wir arbeiten weiter mit dem Modell der Helfer zweiter Klasse, das ist nicht möglich. Helfergleichstellung noch heuer, bitte. Setzen Sie das um. Nächster Punkt, Fördertöpfe. Es wäre ein politisches Drama, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn diese Katastrophe in den Landkreisen Rottal-Inn und Umgebung nicht als nationale Katastrophe gesehen würde und der Bund sich dort aus der Verantwortung stehlen würde. Ich will das Thema politisch gar nicht aufladen, aber es ist vor Ort bereits die Stimmung da. Als die Flüchtlinge kamen, gerade im Bereich Simbach, da waren wir gut genug, auch bundespolitisch Dinge aufzufangen. Und heute will der Bund von uns nichts wissen. Also ich appelliere an Sie als Staatsregierung, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, hier auch zu zeigen, dass der Bund Anteil nimmt an der Situation, auch mit finanzieller Beteiligung. Dieser Hilfsfonds von 2013, der muss auch für Bayern gelten, sonst bricht die Solidarität an dieser Stelle zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir Freien Wähler gehen auch einen Schritt weiter, wenn es jetzt darum geht, die Schäden bei den Privatpersonen und auch der Kommunen zu begleichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Staatsregierung hat ja einen Kabinettsbeschluss, um in den als tausendjährig Betroffenen dort hier auch die Infrastrukturschäden der Kommunen zu begleichen. Ich habe vorher im Aufzug nur kurz den Herrn Söder getroffen. Er wird nachher zu den Dringlichkeitsanträgen sprechen. Ich bitte Sie, auch die von hundertjährigen Hochwasser Betroffenen, beispielsweise im Landkreis Landshut, kleine Kommune neu von den Niederbayern, 5000 Einwohner, 1 Million Euro Schaden an den Wirtschaftswegen, aber im 100-jährigen Gebiet. Also bitte gebt auch diesen Kommunen eine Chance, mit staatlicher Hilfe ihre Schäden zeitnah zu begleichen, sonst wird es dort dramatisch, meine Damen und Herren. Dann Vorbeuge. Wir Freien Wähler sind überzeugt, dass wir ganz gezielt, und das ist längst überfällig, auf kommunaler Ebene dezentrale Lösungen suchen müssen. Diese Sturzfluten, diese plötzlichen Regenereignisse, die müssen wir auch ganz gezielt und regional abpuffern, heißt für uns, den Kommunen dabei zu helfen, mit Beratung, aber auch in der Umsetzung. Vor allem Siedlungsschutz zu betreiben, dort wo Geländemulden und dergleichen mehr auf Siedlungen zuströmen, dass dort mit Querverbauungen, mit Wasserrückhaltungen und dergleichen ganz gezielt im Kleinen verhindert wird, dass Sturzfluten sich in die Dörfer, in die Ortschaften ergießen. Da braucht man gar keine ganz große Ideologie dazu, sondern nur genügend Beratungspersonal, Stichwort auch Ämter für ländliche Entwicklung, gezielte Unterstützung der Kommunen beratungsmäßig, um finanziell und eventuell auch gewisse Ausgleichsmaßnahmen dann für diejenigen, die eventuell ihre Flächen für Rückhaltepolder an der Stelle zur Verfügung stellen, um im Falle des Falles das Wasser eben in der Fläche zu halten und nicht geradewegs über schön trainierte und begradigte Straßen und Gräben in die Ortschaften zu leiten. Das sind häufig nur kleine Maßnahmen mit einem riesigen Erfolg. Und nehmen Sie bitte diese Botschaft von uns in erster Linie von heute mit zur Verhinderung
von Unwetterschäden dieser Art, das sind diese ganz gezielten kleinen dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen in der Abwicklung mit den Kommunen entscheidend. Das andere ist dann die große Klimapolitik. Vielleicht werden wir dazu Nachmittag dann bei den Dringlichkeitsanträgen ein paar Sätze verlieren. Aber heute bei diesen Ereignissen ging es darum, mit kommunalen Konzepten hier gegenzuhalten. Und da sind die Kommunen bisher alleine gelassen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kollege. Als Nächste hat das Wort die Kollegin Resa Sem von der CSU. Bitte schön, Frau Kollegin.